Ja, liebe Zuschauer, ich war am Stand von Brandenburg, habe mir diesen Flyer geholt und einmal reingeschaut, weil das ist ein Gemeinschaftsstand, ein attraktiver Gemeinschaftsstand. Und dafür verantwortlich zeichnet Frau Wendenburg von der IHK Cottbus. Herzlich willkommen. Ja, ich danke für die Einladung. Voriges Jahr waren wir ja selbst noch an Ihrem Stand und haben uns da mit der Messe das erste Mal so richtig beschäftigt mit der Aero. In diesem Jahr, haben Sie gemerkt, liebe Zuschauer, sind wir vertieft dort eingestiegen, weil es sehr, sehr viele interessante Angebote gibt. Unter anderem eben diesen Stand, von dem ich berichtet habe. Jetzt muss ich zugeben, als Berlin-Brandenburger wusste ich gar nicht, dass es so viele Flugplätze gibt in unserem Brandenburg. Ja, das stimmt. Und die Messe ist natürlich optimal geeignet, um sich hier als Flugplatz zu präsentieren. Auf unserem Gemeinschaftsstand, den wir organisieren für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, zeigen sich doch sehr viele Flugplätze. Und wir bieten aber auch andere Möglichkeiten der Präsentation für Firmen an. Und zwar haben wir auf unserem Stand doch noch zahlreiche weitere Unternehmen vertreten. Ja, ja, ich habe gesehen, habe reingeschaut, zum Beispiel, ganz interessant, natürlich für Leute, die sich in der Branche beruflich weiterentwickeln wollen oder überhaupt eine berufliche Perspektive sehen. Da haben Sie Trenico mit dabei. Was ist das? Ja, das ist ein Unternehmen, das berufliche Weiterbildung anbietet und in größerer Vielzahl und gerade für die Luftfahrtbranche doch einen sehr guten Namen hat. Ja, also auch das ein großer Tipp. Dann geht es natürlich auch nach Wildau in die TH, in die Technische Hochschule, aber ich glaube, es ist jetzt wirklich eine Hochschule geworden, ne, inzwischen. Das ist eine Hochschule. Und die TH Wildau präsentiert sich in diesem Jahr auch mit einem Flugzeug, das auch in Brandenburg gebaut worden ist, auf der Werft Fleming Air. Und das ist in diesem Jahr eine Besonderheit. Und es gibt zahlreiche Studiengänge von der TH Wildau, die sich mit der Luftfahrt beschäftigen. Und insofern sind wir ganz stolz, dass die TH dieses Angebot von uns wahrgenommen hat. Ich denke mal, nicht minder stolz sind Sie darauf, dass das Zentrum für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz mit dabei ist? Ja, natürlich ist der Landkreis Dahme-Spreewald sehr prädestiniert im Bereich Luftfahrt und natürlich auch Raumfahrt. Und insofern gibt es dort sehr, sehr viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die in dem Bereich ihren Standort haben und sich vor allen Dingen im Zentrum für Luft- und Raumfahrt befinden. Und wir sind stolz, dass sich dieses Zentrum hier präsentiert. Das glaube ich Ihnen gerne. Und dann sagen Sie unseren Zuschauern einfach noch, wo finden wir Sie? Sie finden uns in Halle A5 auf dem Stand 301. Vielen Dank und viel Erfolg für die Aero. Ich danke Ihnen.